Passt alles wunderbar. Vielen lieben Dank. Und von mir ein herzliches Willkommen zu der Veranstaltung The Easy Entry into System Development. Ich bin genauso gespannt wie Sie, was sich denn da verbirgt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben auch Teilnehmer online per Zoom zugeschaltet. Und ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren. Wurde aufgehalten. Tut mir leid, dass wir schon Zeit verloren haben. Deswegen würde ich gerne bitte an Sie übergeben. Und wir sind alle sehr gespannt, was sich denn hinter diesem Titel verbirgt. Kleine Randnotiz, es wird auf Deutsch gehalten. Obwohl der Titel vielleicht etwas anderes. Wir können auch auf Englisch switchen, wie Sie möchten. Wie Sie wollen. Wunderbar. Dann Feuer frei. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Michael Plannerer. Ich bin Projektleiter bei der Solectrics. Bei der Solectrics entwickeln wir auch Medizingeräte. Also ich bin aus der BU Med. Ich bin Projektleiter dort. Als Projektleiter in einer mittelständischen Firma ist man typischerweise in allen möglichen Rollen unterwegs. Von dem her bin ich auch viel im Bereich System Engineering, Systemarchitektur, mit dem Kunden eine gemeinsame Lösung finden. Und ich möchte ein bisschen aus dem Alltag erzählen, wie wir so typischerweise arbeiten, was so die, aus meiner Sicht, die besten Möglichkeiten sind, gemeinsam mit dem Kunden ein tolles Produkt zu entwickeln. Dafür haben wir uns ein paar Dinge überlegt und die möchte ich euch gemeinsam vorstellen. Ja, was sind so die typischen Herausforderungen im Systemdesign? Was möchte so ein Kunde haben? Typischer Kunde natürlich, er möchte ein tolles Produkt haben. Darum geht es ja primär erstmal. Was natürlich auch haben will, das Ding möglichst schnell am Markt. Möglichst geringes Designrisiko. Klar, wer will das nicht? Entwicklungskosten möchte auch niemand bezahlen. Produktpreis, auch ganz, ganz spannendes Thema. Wie geht man damit um? Ich versuche jetzt einfach in der nächsten halben Stunde grob, euch zu zeigen, was sind so die Ansätze, was sind so die Ideen und warum ich glaube, dass das eigentlich ganz gut lösbar ist. Wir haben genügend Zeit, also wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Was ist so der Anspruch, die Idee? Typischerweise kommt ein Kunde, ich hätte gern das. Das ist aber meistens die falsche Frage. Die bessere Frage ist eigentlich, was ist eigentlich dein Bedarf? Welches Problem musst du eigentlich lösen? Also in den letzten Jahren gelernt, rede erst mit Kunden, versuch wirklich den Anwendungsfall zu verstehen. Die Problemstellung und nicht einfach, ich will 4 GB Arbeitsspeicher haben, sondern warum brauchst du denn das? Was möchtest du eigentlich realisieren? Passend dazu haben wir relativ viele Entwicklungsplattformen, Building-Blöcke, mit denen wir dann auch gemeinsam ein tolles Produkt, eine tolle Produktidee generieren können. Also wir verstehen uns wirklich als Partner, möglichst frühzeitig mit dem Kunden zu arbeiten und wirklich seine Bedarfe zu verstehen. Wenn man wissen, was er haben will, sind wir in den klassischen Entwicklungsmodus, also Definitionsphase, Realisierung, Verifikation. Worauf ich heute nicht eingehen möchte, ist das Thema Industrialisierung, genauso eine Product Launch oder auch das ganze Thema Lifecycle Management. Ich glaube, da könnte man eine eigene Session machen. Wie macht man am besten Lifecycle Management? Wie betreut man Software? Wie betreut man auch Hardware? Wie macht man passende Redesigns oder hoffentlich auch nicht? Wie geht man damit um? Also das soll nicht Teil von heute sein. Vielleicht das nächste Mal. Es geht wirklich um das Thema von der Produktidee oder von der Anforderung zur Realisierung. Um es ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich mir einfach mal ein Produkt überlegt, über das wir heute reden können. Ich denke, die meisten von euch kennen sowas. Covid-Tester. Ein Schnelltest hat wahrscheinlich jede der letzten Wochen, Monaten in der Hand gehabt. Die Idee dahinter ist, wir könnten heute ein Lesegerät bauen, das im Prinzip diese Streifen vernünftig auswertet. Das ist die Idee, was wir heute mal definieren wollen. Was brauchen wir dafür? Die Technologie dahinter ist Lateral Flow. Also man hat im Prinzip eine Flüssigkeit, die durch so einen Streifen durchläuft und dann diese Testlinie im Prinzip entweder ausprägt oder halt auch nicht. Die Herausforderung, die wir gemeinsam lösen müssen, ist, diese Testlinie zu erkennen. Darum geht's. Gut, was wollen wir haben? Wir wollen natürlich auch, wenn wir schon ein Lesegerät bauen, wollen wir ein bisschen Mehrwert haben, als ich habe es in der Hand. Also möchte ich es nachvollziehbar haben, sicherstellen, dass auch der Test gelaufen ist, dass er nicht mehrfach durchgeführt ist, dass ich ihn nicht cheaten kann. Darum geht es im Prinzip. Wir möchten ein Handheld-Gerät haben. Wäre irgendwie langweilig, so ein Tischgerät dafür zu haben. Was brauchen wir sonst noch? Ordentliche Batterielaufzeit, modernes User-Interface, Testprotokolle wollen wir haben, irgendwo die Daten, die Testergebnisse irgendwo hinladen und wir wollen es im internationalen Umfeld benutzen. Also einfach ein virtuelles Produkt. Aber ich glaube, man sieht ganz schön so die Prozesse dahinter. Ja, was sind so die ersten Fragen, die man versucht, mit Kunden zu definieren? Typisch also wirklich gemeinsam im Gespräch am Tisch zu versuchen, wirklich die Bedürfnisse zu verstehen.
Eine passende Frage natürlich, wie können wir diese Analysefunktionalität realisieren? Was haben wir für Ansätze? Ja, man kann natürlich hergehen, Kameralösungen, andere Lösungen, kommen wir gleich dazu, was da so die Ideen sind. Welche Rechenleistung brauchen wir dafür? In dem Fall natürlich klar, sicher eine lokale Lösung, keine Cloud-Lösung. Wir brauchen kein Co-Processing, wir brauchen kein FPGA dazu, aber im Prinzip wäre das so eine typische Diskussion, die man anfängt, was brauche ich denn eigentlich an Rechenleistung? Wie sollen die ganzen Schnittstellen ausschauen? Was braucht man alles? Braucht man eine USB-Schnittstelle? Braucht man irgendwas Wireless? Braucht man ein Display? Was möchte man haben? Welches Betriebssystem benötigen wir? Oder vielleicht auch gar kein Betriebssystem, wenn man sagt, man hat Microcontroller, eine kleine Implementierung, Bare Metal, alles gut. Oder natürlich dann auch Anforderungen, Echtzeitverhalten. Welche Schnittstellen haben wir? Welche Anbindung haben wir an eine übergeordnete API oder was auch immer? Und natürlich auch Thema Zertifizierung, Standardisierung. Was müssen wir anwenden? Für was müssen wir es zulassen? Also haben wir ein IVD-Gerät, in dem Fall hätten wir es wahrscheinlich. Da kommen natürlich noch andere Dinge auf uns zu. Gut, Building-Blöcke. Was könnte man so in seinem Schreibtisch haben? Wie könnte man solche Dinge realisieren? Analysefunktionalität. Schon ein bisschen angedeutet, kann man natürlich auf verschiedene Weisen lösen. Wir können einen Kamerachip verbauen, das im Prinzip optisch auswerten. Oder in dem Fall bietet es sich ja an, Spektralanalyse dieses Teststreifens durchzuführen. Es gibt spannende Chips dazu, die genau das tun. Wie geht man mit der ganzen Computing-Lösung um? Welchen Rechner baut man ein? Gab man typischerweise ein Portfolio, irgendwelche Microcontroller, irgendwelche richtigen CPUs, eine ARM-CPU oder halt auch eine richtige x86. Betriebssysteme hat man gerade schon ein bisschen andiskutiert. Android, Linux, die typischen Dinge, die man mittlerweile im Medizingerät hat. Bei kleineren Dingen natürlich Microcontroller, oft auch mal ein Bare Metal oder ein FreeRTOS. Daraus entstehen im Prinzip, aus diesen kleinen Bausteinchen entsteht was Größeres. Nächster Schritt, den man typischerweise bei der Implementierung angeht, ist, man baut ein Blockdiagramm. In dem Fall haben wir unseren Computing Core. Wie sieht so ein Computing Core eigentlich aus? Was braucht man dafür? Wir haben eine CPU, wir haben einen passenden Arbeitsspeicher dazu, wir haben einen Bootflash, wir brauchen Storage, also da, wo das Betriebssystem drauf liegt. Wir brauchen irgendwie Schnittstellen für ein Display oder auch für ein Grafik, für eine Kamera-Interface. Wir brauchen unsere USB-Schnittstelle, Stromversorgung, diese ganzen Dinge sind jetzt in unserer Welt ein Building-Block. Das habe ich im Prinzip schon fertig entwickelt. Das ist natürlich jetzt nur Hardware, ist ein bisschen langweilig. Was brauchen wir natürlich noch dazu? Die passende Software. Also das heißt, ein passenden Bootloader dazu, passendes Betriebssystem und natürlich auch für die ganzen Peripherie-Dinge die passenden Treiber, wie zum Beispiel jetzt Treiber für irgendeinen Kamerachip. Um den Rest des Produkts zu realisieren, brauchen wir uns einen Spektralsensor. Wir haben unsere USB-Geschichten, Battery Management, das ist das ganze Laden, der ganze Fuel Gauges, also die ganzen Dinge, die ich brauche, eine Batterie vernünftig zu bedienen. Bluetooth als Kommunikationsschnittstelle, Display Touch, dass man da auch wirklich das Ergebnis sieht, nicht nur rote, grüne LED, sonst wäre es vielleicht ein bisschen langweilig für heute. RFID-Reader oder zum Beispiel Wi-Fi. Passt alles ganz gut an diese Plattform ran. Der nächste Schritt, den wir typischerweise angeht, man versucht, das ein bisschen genauer zu spezifizieren mit dem Kunden. Was entsteht? Gar nicht. Anforderung war, ich möchte einen Lateral-Flow-Tester haben. Da müsste man natürlich schon anfangen, halt das bewusster zu beschreiben, was soll das Ding eigentlich können? Welche Leistungen brauche ich? Wie gehe ich mit den Anforderungen um? Er möchte ein nachvollziehbares Testergebnis haben. Die Anforderung, die real ins Pflichtenheft reinwandern wird, wäre, ich habe zum Beispiel diesen RFID-Reader, dass ich einen Tag auslesen kann, dass ich wirklich weiß, der Chip, der Test ist nur genau einmal gelaufen. Wie gebe ich mein Testprotokoll aus? Naja, ich habe vielleicht einen Bluetooth-Drucker. Also diese Schnittstellen, diese Anforderungen sind im Prinzip hier zusammengefasst. Das wäre so die Minimalanforderung, das Minimalpflichtenheft für das Produkt, das wir jetzt gerade überlegt hatten. Natürlich schon auch ein bisschen ausformuliert, grob mal reingerechnet, ja, 8 Stunden Batterielaufzeit. Was heißt denn das in einer Plattform? Da sind wir ungefähr bei 6.000 mAh Akku-Pack. Also typischerweise das, was ein Smartphone hat. Gut. Medizinprodukt. Wir haben natürlich tolle Blockdiagramm. Wir haben Anforderungen. Und dann kommen wir also in die nicht so ganz lustigen Dinge. Risikoanalyse. Welche Risiken entstehen denn eigentlich? Sowohl natürlich für den Anwender, als auch für den Patienten, als auch für die Umwelt. Wie gehe ich damit um? Was passiert, wenn ich so ein Produkt benutze? Wie macht man es?
typischerweise macht man sich natürlich Gedanken, was ist denn überhaupt das Risiko? In unserem Fall, als Beispiel, ich habe ein falsches Negativergebnis. Schwierig. Was bedeutet das natürlich? Was passiert? Ich habe ein Testergebnis, das sagt, ich bin nicht infiziert, alles gut. Habe ich natürlich hier den Hazard. Der Patient läuft rum, glaubt wunderbar, ich bin gesund, alles toll, ich stecke andere Menschen an. Vielleicht eine ganze lustig. Warum? Woher kommt es? Macht man sich ja Gedanken natürlich, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Falschergebnisses? Ja, in dem Fall ist es ganz naheliegend zu sagen, ja, wenn es im besonders kalten Temperaturbereich unterwegs ist, also wenn es fast gefroren hat draußen, ist es vielleicht nicht so toll, also muss ich mir Gedanken machen, der Temperaturbereich muss irgendwie passen. Also habe ich quasi Risiko, Temperaturbereich ist falsch. Dann überlegt man sich natürlich, wie hoch ist die Auftretenswahrscheinlichkeit und was ist natürlich auch quasi der Schweregrad, wenn ich im Prinzip diesen Ausfall oder wenn dieser Fehler halt eintritt oder das Risiko eintritt. Eben wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber quasi Schweregrad 5 und Auftretenswahrscheinlichkeit 3, also schon ziemlich massiv. Aber es geht ja hier quasi nur ein Beispiel ins Detail. Das wäre also die erste Phase, macht sich Gedanken, welche Risiken entstehen. Dann zieht man im Prinzip diese Risikoanalyse für das gesamte Produkt komplett durch, typischerweise auch gemeinsam mit dem Kunden, mit ein paar Experten, dass man wirklich möglichst das ganze Bild des Produkts bekommt. Was entsteht dadurch? So eine Risikomatrix. Im Prinzip unterteilt, der grüne Teil ist das, was man akzeptieren kann. Hängt auch vom Produkt ab, natürlich auch von den Auswirkungen. Und der rote Bereich ist das, wo ich definitiv Handlungsbedarf habe. Also wenn ich das im Prinzip so habe, mir nichts dazu einfällt, kann ich gleich wieder aufhören. Kann ich gar nicht weiterentwickeln. Also der nächste Schritt natürlich zu sagen, okay, ich habe hier sehr, sehr kritische Fehler. Also ich habe eine hohe Auftretenswahrscheinlichkeit und ich habe hier natürlich auch eine hohe Kritikalität. Muss ich mir Maßnahmen überlegen. Wie macht man es? Ich überlege mir natürlich für jede Anforderung oder für jedes Risiko eine Möglichkeit, damit umzugehen. Was kann ich als Maßnahme einbauen, dass dieses Risiko reduziert wird oder gar nicht eintritt? In dem Fall natürlich ziemlich naheliegend, wir haben über den Temperaturbereich diskutiert. Also kann ich natürlich eine Temperaturüberwachung einbauen und das Analyseergebnis nur ausgeben oder gültig ausgeben, wenn ich sage, ja, ich bin über 25 Grad. Das wäre die Maßnahme gegen Temperaturüberwachung. Baue ich jetzt nicht erstmal Spaß in Temperatursensor ein, sondern weil ich halt ein konkretes Risiko habe. Ich muss den Temperaturbereich überwachen, deswegen habe ich auch eine Temperaturüberwachung. Das wäre dann die Maßnahme, das heißt, ich überlege mir hier eine Maßnahme und damit gewichte ich dann natürlich auch wieder die Auftretenswahrscheinlichkeit. Also ich habe immer noch den gleichen Schweregrad. Es hat sich hier nichts dran geändert, also wenn ich ein falsch negatives Ergebnis habe, ist es immer noch falsch negativ, aber die Auftretenswahrscheinlichkeit haben wir jetzt hier in unserem Beispiel von 3 auf 1 gesenkt. Also man kann im Prinzip das wieder machen. Man hat die Risikomatrix, die wir gerade schon hatten. Wir haben jetzt an der Stelle Maßnahmen definiert für alle Risiken, die wir vorher identifiziert hatten und konnten jetzt alle in den grünen Bereich bringen. Damit haben wir natürlich eine Basis zu sagen, ja, damit können wir sinnvoll anfangen zu entwickeln. Also wir wissen, für jedes Risiko, das entstehen wird, dass wir eine Maßnahme haben und dass die Kritikalität so gering ist oder die Auftretenswahrscheinlichkeit so gering ist, dass wir damit kein Problem haben. Typischerweise hat man natürlich auch in diesem grünen Bereich auch Risiken. Mittlerweile wird auch von den Normen dahingehend auch gefordert, zu sagen, auch diese Risiken, die identifiziert worden sind, wird eigentlich erwartet, dass man typischerweise Maßnahmen trifft. Also nicht nur für das, was ganz schlimm ist, sondern auch hier gerade in diesem Bereich hier, also was knapp an der roten Grenze ist, erwartet man mittlerweile auch Maßnahmen dagegen. Best Practice an der Stelle. Gut, also wir wissen jetzt, wir haben Maßnahmen, wir haben Reduzierung, wir können weitermachen. Nächster Schritt wird es, diese Produktspezifikation, das ist Pflichtheft, wirklich mal in Form zu bringen. Das heißt, hier haben wir jetzt mal einfach so ein Beispiel aus unserer Toolchain. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Anforderung, okay, wir haben ein Display. Wir merken uns jetzt mal hier diese Anforderung, eine Helligkeit von mindestens 800 Candela. Kommen wir dann gleich nochmal dazu. Gibt es da klare Anforderungen? Diese Anforderungen sind auch typischerweise gegen die Anforderungen des Kunden auch verlinkt, dass man sieht, genau, der Kunde hat sich das gewünscht und deswegen gibt es auch diese Anforderungen an der Stelle. Man sieht auch hier ganz schön, dieses Requirement ist quasi accepted, also man kann quasi für jede einzelne Anforderung dann auch
eine Freigabe vom Kunden einholen und kannst sagen, ja, das habe ich genauso verstanden, das passt mir. Produktspezifikation. Dann haben wir hier nochmal unser Risiko. Warum haben wir das eigentlich nochmal? Ganz banaler Grund. Wir haben uns ja hier überlegt, das ist echt fast ein klein, hier das Thema auch Temperaturbereich. Wie stellen wir denn sicher, dass wir das auch wirklich in Zukunft auch realisieren werden? Also haben wir wirklich eine Produktanforderung definiert, die halt heißt Temperaturüberwachung. Hier gibt es dann auch wirklich das Produktrequirement und die Traceability drin, wo man wirklich sagen kann, ja, es gibt eine Anforderung, die jetzt nicht unbedingt da ist, weil es der Kunde was gewünscht hat, sondern weil wir ein Risiko identifiziert haben und wir eine Maßnahme brauchen, um dieses Risiko zu reduzieren. Und so können wir dann auch zeigen, ja, wir haben konkret für alle Risiken diese Maßnahmen und auch ganz zum Schluss, wir haben all diese Maßnahmen umgesetzt. Nächster Schritt. Wir wissen jetzt, wir haben ein Produkt, das aus vielen verschiedenen Teilkomponenten besteht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, liebe Entwickler, macht mal irgendwas. Schwierig. Also typischerweise versucht man dann natürlich, diese Anforderungen runterzubrechen, zu sagen, okay, hier haben wir jetzt auch wieder unser Display und unser Backlight. Der Software-Kollege muss was tun, der Software-Kollege muss einen passenden Treiber implementieren, der muss den Grafikcore so konfigurieren, dass er die Auflösung des Displays hat. Der Hardware-Kollege muss die passende Schnittstelle definieren, muss die passende Stromversorgung bauen. Also bekommt ein Hardware-Kollege Anforderungen, bekommt auch der Software-Kollege Anforderungen. Deswegen haben wir quasi jetzt hier Produktanforderungen, die dann aufgelöst werden auf Software- oder Hardware-Requirements. Genau, was man hier ganz schön sieht, ist dieses kleine Suspekte, das ist ganz spannend bei dieser Toolchain. Wenn ich quasi jetzt hier oben an der Anforderung was verändere, das ist ja immer ganz toll, Change Management. Der Kunde kommt, ich hätte gerne ein doppelseitiges Display. Was bedeutet denn das? Es ist natürlich wahnsinnig schwer, das zu überblicken, gerade wenn das System komplexer wird. Also man fängt an, man dreht jetzt genau an diesem einen Requirement, verändert es. Die Toolchain würde hier dieses Aspekt auf Rot setzen. Also quasi der nächste Level unter diesem Product Requirement geht auf Rot. Ich als Systemverantwortlicher oder der Kollege hier unten wird sich dann anschauen, ja, ich habe eine Auswirkung, ich muss meine Stromversorgung dort deutlich stärker entwickeln, weil das Display doppelt so hell ist, also brauche ich doppelt so viel Strom, also brauche ich halt ein anderes Netzteil. Oder, naja, der Software-Kollegen wird es ziemlich wurscht sein. Die Auflösung ist gleich. Die PWM-Steuerung ist vielleicht gleich. Also der Software-Kollege muss nichts tun. Der würde dann sagen, ja, okay, passt, akzeptiert, keine Änderung. Der würde dann sagen, oh, muss meine Stromversorgung was tun? Also muss im Design was ändern. Also schiebt das weiter nach unten und weiß, okay, ich habe da Auswirkungen. So kann man sehr, sehr schnell auch sehen, was ist eigentlich die Auswirkung einer Änderung. Oder vielleicht auch gar keine. Gut, was ist noch entscheidend? Wenn ich natürlich gerade ein mobiles Gerät haben will, diese Zusammenarbeit zwischen Elektronikentwicklung und der Mechanikentwicklung. Gerade wenn es natürlich kompakter wird, muss ich schauen, wie man das idealerweise löst. Wenn man natürlich sehr, sehr früh anfängt, auch eine Leiterplatte in 3D darzustellen, kann man dann das wirklich schön in Gehäuse auch importieren. Man sieht dann auch gleich, wie hoch sind Stecker, wo platziere ich einen Stecker, wo sitzt eine Batterie, wo muss irgendein Zugang sein, wie integriere ich ein Display. Also das ist natürlich auch einer der entscheidenden Faktoren, rechtzeitig mit so einem Co-Design anzufangen. So würde jetzt quasi so ein fiktives Gerät einfach mal aussehen. Auf der rechten Seite hätte man dann so einen Einschub für die Analytik. Wir haben ja viele schon über Building-Blöcke gesprochen. Das kann man natürlich auch weiter treiben. Grundsätzlich versuchen, einen modularen Systemansatz zu wählen. Ich kann natürlich alles irgendwie runterbauen. Ich kann Spaghetti-Code schreiben. Oder ich kann es natürlich geschickt machen. Ich kann anfangen, quasi mit meinen größeren Building-Blöcke kleinere Building-Blöcke zu erzeugen. Wie kann ich das machen? Indem ich quasi alles in diesem Building-Block zusammenfasse. Das heißt, das Beispiel, Sie haben einfach diese CPU-Knoten, der hat eigene Anforderungen. Also ich weiß, welche Speicher er hat, welche Performance er hat, aber auch Anforderungen ans System nach außen. Also was ich, wie viel Strom er braucht. Dass ich halt weiß, ich möchte den Building-Block einsetzen. Das übergeordnete System muss mir 12 Volt liefern mit 1 Ampere als Beispiel. Also ich habe Anforderungen, aber ich weiß auch, was das Ding leisten kann. Ich habe das passende Design dazu, ich habe die passenden Treiber dazu, aber ich habe auch die passenden Tests dazu. Und dann, wenn ich diese integriere, muss ich mir überlegen, was muss ich wiederholen und was kann ich natürlich auch
weiterverwenden, weil ich schon weiß, dass es funktioniert. Gutes Beispiel, was natürlich sehr viel Aufwand macht, ein Speicherinterface neu zu tunen im Layout, das ist ein Höllenaufwand. Versuche ich natürlich nur ein einziges Mal zu machen. Dann halt den Knoten, so wie er ist, eins zu eins in ein neues Design reinzukopieren. Diese Leitungen tun ist nicht anfassen. Dann kann ich sagen, okay, eine neue Simulation des Layouts brauche ich an der Stelle zum Beispiel nicht. Spare ich mir einen Haufen Zeit. Ich habe natürlich auch deutlich geringes Risiko, weil ich weiß, es hat schon funktioniert. Das kann ich natürlich für weitere Blöcke machen. Ich benutze so viele wie möglich kleine Blöcke, die eigenen Designsatz haben, also wieder Spezifikation, Design, Test. Idealerweise gehe ich auch her, wenn ich neue Komponenten habe, versuche auch da wieder herzugehen, einen neuen Building-Block für mich zu generieren. Wenn ich natürlich weiß, das brauche ich nur einmal ganz speziell, machen wir den Aufwand natürlich nicht. Wenn ich aber natürlich davon ausgehe, ich habe einen ganz neuen Kamerachip am Markt, da macht es natürlich schon auch Sinn zu sagen, okay, ich schnüre mir für mich selber einen neuen Building-Block mit dem Kamerachip, mit dem passenden Treiber, mit der ganzen Hardware-Peripherie außenrum. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Ich kann es im neuen Design dann für neuen Kunden oder für ein neues Projekt auch wieder so einsetzen. Und aus diesen Building-Blöcken plus Neuimplementierung entsteht ein neues System. Das hat man im Prinzip ja gerade. Das ist eine Systemspezifikation. Ich integriere das zusammen. Ich habe ein neues Systemdesign. Ich habe auch einen neuen Systemtest. Systemtesting. Modultest oder den kleinen Test haben wir jetzt mal übersprungen. Da können wir, glaube ich, noch viel drüber diskutieren. Ich glaube, das lassen wir für einen Moment. Wir versuchen natürlich durch die Building-Blöcke genau diesen modularen Testteil zu reduzieren und eigentlich die Aufwände primär ins System reinzuschieben. Einfach hier wieder unser konkretes Beispiel. Wir haben unser Display und unser Backlight. Wir hatten vorhin spezifiziert, wir wollen ein Display haben, das 800 Candela typischerweise schafft. An der anderen Stelle sieht man jetzt da nicht, haben wir eine Anforderung drin, dass das Ding dimmbar ist, dass man quasi die Helligkeiten verändern kann, weil ich möchte eine lange Batterielaufzeit und ich möchte nicht blind werden, wenn ich es gerade im Dunkeln benutze. Also haben wir natürlich zwei Dinge. Ich habe eine relativ aufwendig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe eine Steuerung der Helligkeit, ich erkenne die Umgebungshelligkeit, ich steuere damit mein PWM an. Damit habe ich natürlich schon relativ weit auch Systemansatz schon gezeigt. Ich habe eine Hardware, ich habe eine PWM, die muss erstmal funktionieren. Ich habe eine passende Software dazu, ich habe die passenden Treiber dazu und ich habe die Applikation, die auch dann diese Regelung eigentlich dahingehend übernimmt. Also ich kann sehr, sehr schnell zeigen, dass die untergelagerten Blöcke natürlich funktionieren, weil ich die Systemfunktionalität zeige. Das kann man natürlich auch sehr, sehr schön abbilden und sagen, ja, es gibt hier in dem Fall für das Display Backlight zwei einfache Testcases. Viel mehr ist es halt an der Stelle nicht. Ich gehe her, packe das Gerät in eine dunkle Umgebung, also im Prinzip ohne Fremdlicht, erwarte dann, dass es halt ziemlich dunkel ist. Also man sieht dann hier quasi das Expected Result. Ist um die 200 Candela, also es dimmt ganz schön nach unten. Und ich bringe es im Prinzip in eine sehr, sehr helle Umgebung. Ich leuchte halt in diesen Helligkeitssensor rein. Und dann erwarte ich natürlich, dass ich volle Helligkeit habe. Da sieht man natürlich dann so Themen wie Systemintegration. Habe ich versichert, durch den Touch noch ein bisschen Abdunkelung, verliere ein bisschen Licht. Deswegen haben wir jetzt auch da quasi Test Result, also das erwartete Ergebnis, nur bei 750 Candela und nicht bei den 800, was das Display schaffen will. Und so würde man dann im Prinzip auf Systemebene auch so einen Test dann durchziehen. So kann man wirklich die ganze Kette zeigen. Hardware, Software, Systemverhalten. Gut. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, sind natürlich auch irgendwo Prozesse dahinter. Es gibt im Prinzip momentan ja so zwei Strömungen. Klassisch das V-Modell, Wasserfall, auch die agilen Geschichten. Aus meiner Sicht hat man klassischerweise im Hardware-Bereich immer noch das V-Modell oder den Wasserfall, weil natürlich kurze Iterationszyklen in der Hardware-Produktion sind natürlich einfach schwierig. Wenn ich natürlich irgendwo 4, 6, 8 Wochen auf eine Leiterplatte warte, Materialkosten dementsprechend hoch habe, kann ich natürlich nicht mal sagen, ja, ich hätte gerne noch zwei kleine Features drauf, noch einen neuen Schuss, funktioniert im Hardware-Bereich natürlich schwierig. Da habe ich halt schon eher das klassische Thema zu sagen, ja, ich habe eine Anforderung, ich mache einen Schaltplan, der Schaltplan ist fertig, ich mache Layout draus, ich produziere das Ding, teste das Produkt und versuche nicht mit kleinen Sprints Hardware zu erzeugen. Also das halte ich für ziemlich schwierig. Ich habe zwar schon ein paar Mal so die Intuition gehört, ja, wir machen jetzt agile Hardware, erklären konnte man es bis jetzt noch keine. Gut, was haben wir sonst noch? Prozesse.
5 Minuten. Also V-Modell, denke ich, kennt ihr zumindest. Ich glaube, können wir drüber springen. Auch okay. Prinzip, was war wichtig? Einfach nur das Thema Tracing. Das kommt nämlich dann auch gleich nochmal Bewusstheit zu sagen, der Kunde hat eine Anforderung, er hat seine Lasten, wir haben unsere Pflichten, wir brechen es in die Hardware und Software runter, wir implementieren den Spaß und wir testen dann quasi auch auf gleicher Ebene. Und wir können dann wirklich von oben nach unten all die Dinge nachvollziehen. Da hatte ich natürlich im Prinzip dieses einfache Beispiel wieder. Wir hatten unser Display, wir haben einen Test dazu. Einfaches Tracing. Es geht natürlich auch deutlich komplexer. Hilft natürlich Toolchain. Also wirklich zu sagen, du hast die Anforderungen, du hast das Risiko. Du hast natürlich, weil du das Produkt machst, Risiken und natürlich auch durch deine Implementierung Risiken. Deswegen auch bei dem Produktrisiko die Pfeile quasi in beide Richtungen. Sonst sieht man im Prinzip immer, wo die Anforderungen herkommen. Also die Software holt sich die Anforderungen nur aus den Produktrequirements. Und die Produktrequirements gehen quasi nur gegen die Kundenanforderungen. Also wir haben quasi keine wüsten Ketten zu sagen, die Software-User-Story holt sich dann direkt aus den Kundenrequirements die Anforderungen. Und dagegen haben wir natürlich dann auch die passenden Testcases. Gut. Planen, gerade im agilen Umfeld, hat sich aus meiner Sicht natürlich wirklich bewährt, aus den ganzen Anforderungen Tasks zu gießen. Ich möchte irgendein Feature, irgendein Requirement implementieren. Wir erzeugen ja Tasks. Wir versuchen wirklich auch bewusst die Tasks mit einer gewissen Größe abzuschätzen, wie wir dann brauchen, um es zu implementieren. Die ganzen Tasks jagen wir in eine Kanban rein. Kanban, kennt ihr? Gut, können wir auch im Prinzip drüber springen. Wir schieben die wirklich konsequent durch die Kanbans durch und so sehe ich natürlich als Projektleiter sehr, sehr gut auch, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist noch offen? Was müssen wir implementieren? Und wo sind wir auch schon fertig? Das ist auch ganz schön im Burn-Down-Chart, kann man auch mal ganz toll im Management zeigen. Schau her, geht vorwärts, die Meilensteine kriegen wir. Oder wir haben ein Thema. Ja. Was sind so die besten Wege? Klar, sich mit dem Kunden als Partner verstehen und einfach machen, was er vorgibt. Gute Building-Blöcke haben, die größte Herausforderung, brauchen wir nicht drüber reden. Passende Prozesse, eine Mischung aus agilen Prozessen und klassischen Prozessen. Und daraus entstehen aus meiner Sicht wirklich dann auch gute Produkte mit den richtigen Features, die der Kunde haben will. Durch die Building-Blöcke haben wir viel vorgearbeitet. Also wir sind schneller, als wenn wir nichts hätten. Wir wissen, auf was wir uns einlassen, weil den Großteil davon kennen wir schon. Nur die neuen Features sind das größere Risiko. Dadurch sind wir auch günstiger, weil ich natürlich auch Entwicklungskosten auch auf verschiedene Projekte verteilen kann, weil ich es ja schon mal gemacht habe, muss ich nicht extra bezahlen. Und wenn ich natürlich auch Synergieeffekte schaffe, dann habe ich auch typischerweise bessere Einkaufspreise. Ich habe eine bessere Verfügbarkeit von Material, weil ich es ja eh schon in einem anderen Projekt einsetze. Damit kann ich solche Themen lösen. Ja, das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Wir können auch gerne im Nachgang noch off-topic diskutieren.